Moin, mein Name ist Severin Hübner vom Thünen-Institut in Trenthorst aus dem schönen Schleswig-Holstein. Dort bin ich in der Arbeitsgruppe zum Thema Geflügel und beschäftige mich vorrangig mit Bruderhähnen derzeit. Das Thema Bruderhähne ist ja sowieso in aller Munde. Nachdem wir dem Kükentöten ein Ende gesetzt haben, ist eine Option die Zucht von Zweinutzungstieren. Und auch wenn noch nicht viel Marktreifes da ist, kann man schon mal sagen, dass zumindest die ÖCZ GmbH schon wesentlich Zucht Fortschritt hier erzielt hat und hoffentlich auch das noch weiter tun wird. Wir am Thünen-Institut haben seit 2015 Zweinutzungstiere und eines der Projekte, das wir hatten, ist das Bunte Hühner-Projekt, in dem wir auch verschiedene Züchtungen, aber eben auch die ÖTZ-Tiere genauer untersucht haben. Und gerade so bei den Hähnen haben wir dann in den Erfahrungen, die wir hatten, sie brauchen einfach mehr Auslauf, sie sind wesentlich aktiver als ihre Kollegen der Masthähnchen. Die EU-Öko-Verordnung setzt für Bruderhähne und wir gehen jetzt im Moment davon aus, dass die Zweinutzungshähne eher in diese Kategorie gehören, nachdem die Henne noch eher etwas legebetont ist. Brauchen mindestens 1 Quadratmeter Auslauf pro Tier und eine entsprechende erhöhte Ebene, um sich gerade in der Pubertät, in die sie ja kommen, durch die längere Haltung ausweichen können. Das ist nach unserer Erfahrung sehr knapp bemessen. Das Zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass natürlich die Leistung trotz Zweinutzung in der Hinblick auf Futterumwandlung wesentlich schlechter ist. Wir haben so Erfahrungswerte von 4 Kilo Futter, die zu 1 Kilo Lebengewicht umgewandelt werden. Das ist natürlich gegenüber 2,8 Kilo, die wir bei den Masthybriden hatten, wesentlich schlechter. Unsere Empfehlung ist da, in der Nährstoffdichte einfach runterzugehen. Es gibt ein anderes Projekt von Nolte, der beschrieben hat, dass bis zu 20% Ackerbohnen in der Ration akzeptiert werden. Also da gibt es bestimmt einige Möglichkeiten, noch die Futterkosten zu reduzieren. Der zweite Punkt ist die Züchtung. Bisher ist die Züchtung auch bei den Zweinutzungstieren eher so unter futteroptimalen Bedingungen durchgeführt worden. Und da könnte man sicherlich auch dahingehend arbeiten, dass die Züchtung unter den Zielfutterbedingungen durchgeführt wird. Und die Zuchterfahrung ist nun mal nur wenige Jahre bei den Zweinutzungstieren. Wenn man das jetzt mal fairerweise dann sagt, die 40, 50 Jahre, die es in der Hybridzucht schon hinter sich hat, dann sind wir da sehr optimistisch, dass da auch in absehbarer Zeit mehr marktreife Tiere zur Verfügung stehen. Ja, und dann die Sache mit dem Auslauf. Die Hähne, wie ich gesagt habe, sind ja wesentlich aktiver, brauchen den Auslauf. Und deswegen haben wir am Thünen-Institut uns auch zum Ziel gesetzt, mal die Ausläufe uns ein bisschen genauer anzugucken, welche Bereiche, die sonst vielleicht anderweitig genutzt werden, wie zum Beispiel Weiden durch Rinder oder Kuppstreifen, wie man die für den Hühnerauslauf nutzbar machen kann. Und es hat auch noch einen positiven anderen Effekt. Das Leben außen auf der Weide ist zwar schön für Hähne, aber auch gefährlich aufgrund der Beutegreifer. Wir haben in den letzten Jahren ein Projekt gehabt, in dem wir das Geflügel mit Rindern gemischt haben und es verglichen haben mit einem Produktionszweig, in dem klassisch nur das Geflügel außen läuft, und haben da unter anderem auch festgestellt, dass gerade der Greifvogelschutz durchaus da ist, wenn man es mit einem Partnertier mischt. Wir haben wesentlich weniger Verluste in den Gruppen gehabt mit anderen Tieren. Nun kommt die nächste Runde aus dem Projekt, in dem wir verschiedene Gehölzstrukturen uns anschauen wollen. Wir haben eine Pappelkupp-Plantage oder Kuppstreifen, in denen wir diese Hähne dann laufen lassen werden. Wir haben nachwachsenden Kupp und Sträucher mit einer etwas niedrigeren Vegetation und werden auch da wieder schwerpunktmäßig uns anschauen, welche Effekte es auf die Greifvogelverluste hat. Sowohl aber auch angucken, was die Aufnahme aus dem Weideaufwuchs eigentlich ist. Unsere Kuppstreifen stehen schon seit gut 10 Jahren. Also die Bäume sind auf jeden Fall 8 Meter hoch. Und wir haben jetzt dieses Jahr einen Teil auf Stock gesetzt, der dann eben nachwächst. Und bei den Pappeln, die wir dort haben, zeigt sich, dass das ein wesentlich buschigerer Nachwuchs ist. Der Versuch startet jetzt diesen Sommer. Und mit den Durchgängen nächstes Jahr haben wir dann auch eine erste Wiederholung, sodass wir mit ersten Ergebnissen Ende nächsten Jahres rechnen dürfen.